Servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, wir haben etwas Schnee und das nütze ich natürlich auch, um ein bisschen auf meinen Berg zu gehen. Ich möchte mal wieder ein bisschen am Steinbruch raufschauen, vielleicht ein kleines Lagerfeuer machen. Ja, und ein bisschen relaxen. Und wie ihr schon gesehen habt, begleitet mich ein neuer Rucksack. Und diesmal ein Italiener von der italienischen Gebirgsjägereinheit. Ja, und den trage ich jetzt einmal ein bisschen spazieren. Gehen wir mal. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This night requires songs on earth. Stay close, never walk away. Your grace is hard to find these days. Ja, Freunde. Gigantisch. Schnee und Sonne. Was will ich mehr? Ich ziehe die erste Spur hier auf. Das gefällt mir noch gleich viel besser. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal, ob ich ein bisschen Brennholz finde, weil ich will mal ein kleines Feuerchen machen. Herrlich. Ja, den Italiener lasse ich jetzt einmal da. Nehmen wir nur die Säge mit. Ja, ich habe heute wieder meine Spannsäge mit. Und jetzt schauen wir mal. Ja, da habe ich jetzt schon was gefunden. Der ist hier halb im Schnee gelegen, aber ja. Der ist nicht mehr der frischeste. Ja, den nehmen wir einfach mit. So, da sind wir wieder. Ja, ein bisschen was habe ich zusammengebracht. Ein paar habe ich so durchgebrochen und jetzt schauen wir mal, ob sich das auch entzünden lässt. Ich habe jede Menge Zunder dabei. Ja, vom Andi, vom Autoarea und vom Bernd, vom Kanal Mountain Forest Walker habe ich noch nichts dabei. Die habe ich immer noch zu Hause. Da habe ich ja jede Menge davon, aber ich denke mal, das wird auch so funktionieren. Ja, Feuerchen brennt einstweilen. Die Handschuhe habe ich zum Trocknen hergelegt, die dampfen auch schon ordentlich. Und was habe ich heute dabei? Mein Schneidebrettchen. Ja, und heute möchte ich euch einmal eine Neuigkeit zeigen, was ein guter Freund für mich gebastelt hat. Echt super. Und ich kenne das sicher vom Sepp vom Kanal Waldhandwerk. Oder der Heiko vom Kanal Vater und Sohn, der hat sich auch sowas selbst gebaut. Und das ist das Teil. Ein Grillspieß. Ja, wir haben hier den Erdspieß. Ich habe nur sicherheitshalber ein paar Korkstoppeln drauf. Wir haben hier einen Erdspieß. Und
diesen Teil, den man hier super verstellen kann natürlich. Und das hält auch einiges aus. Und ich habe heute eine Wurst dabei und die möchte ich natürlich auch gleich einmal testen. Sieht dann so aus. Ich freue mich. Geil. Ich habe auch nur eine Knacker dabei. Aber das ist heute eigentlich nur mal so ein Test, ob das auch so richtig funktioniert. Aber ich denke, das ist perfekt. Jawohl. So schaut's aus im Haus der Schnecken. Ja, und die lasse ich mir dann gleich einmal ordentlich schmecken. Ja, so ein Knacker ist natürlich nicht das Optimalste, aber ich denke mal, die ist fertig. Die lasse ich mir jetzt einmal schmecken. Noch heiß. Sehr heiß. Ja, und was jetzt kommt, wisst ihr wahrscheinlich sowieso. Ja, ich habe wieder meinen kleinen Dox dabei in meinen Adapter, dass er etwas besser steht. Hier ist ein bisschen alles wackelig. Und ja, ich habe auch noch so eine kleine Titanblech habe ich mir gekauft. Ja, war nicht so günstig, war zwar 6 Euro, aber eigentlich für das Teil optimal und wiegt nichts. Für was anderes brauche ich es nicht. So, und jetzt zündet man einmal wieder an. Ja, und natürlich burnt er schon. Herrlich. Wasser drauf. Und Windschutz drüber. Ja, Käffchen gibt es natürlich wieder. Das Leckere, das werden wir heute auch wieder einheimsen. Ja, in der Zwischenzeit zeige ich euch mal ein bisschen den italienischen Gebirgsjägerrucksack. Der ist aus Baumwollleinen. 1,6 Kilo, also noch ordentlich Gewicht. Und wir haben diese Seitentaschen, die man schnüren kann, einfach fasziniert. Das war gigantisch. Die haben wir links und rechts. Ansonsten ist er nicht so groß. Ein normales Tragegestell. Aber Näheres stelle ich euch einmal später vor. Ja, und ich glaube, da kocht es auch schon. Na klar. Wieder ratzfatz. Sehr gut. So. Können wir auch schön abheben. Löschen. Aber jetzt. So. Ja, den kann man auch noch angreifen hier. Käffchen drauf. Und es geht los. Ja, Freunde, das ist einmal wieder ein Gedicht. Ja, in dem Sinn einmal wieder herzlichen Gruß an alle Krankensesseln und die nicht raus können. Diesmal einen besonderen Gruß an den Bernd von Wandern und Outdoor. Prost, mein Freund. Und natürlich alle anderen auch. Jo. Ja. Boah. Mit dem Wetter habe ich auch Wahnsinnsglück. Ich weiß jetzt gar nicht, wie kalt es ist. Ich schätze so 3 Grad plus. Aber hier windstill, Sonne scheint auf mich, gibt's nichts Besseres. Ja, weg ist er,
das Tropferl, das Edle. Ach, herrlich. Ja, jetzt machen wir noch einen Abwasch und dann nehmen wir wieder mal die Zaubertücher dran. Ja, Zaubertuch ist etwas übertrieben, aber ich habe euch ja das schon einmal gezeigt. Da hat sie auch einmal vorgestellt. Das sind diese auf Billen gepresste Tücher, die im Wasser schön aufgehen und wachsen. Brauchen wirklich nur ein bisschen Wasser. Und dann kann man sie auch schon schön aufdröseln. Und das wären schöne große Tücher. Ja, und damit kann man auch alles schön abwaschen. Ja, schön langsam jetzt auch kühler. Ich werde jetzt noch das Feuer löschen und dann schön langsam den Heimweg angehen. Ja, denke, das passt jetzt. Ja, Rucksack auf und Heimweg antreten. Ja, Freunde, der Italiener ist wieder gesattelt und wir reiten in die Stadt. Na Blödsinn, wir gehen zu Fuß heim, was so ist. Ja, alles in Ordnung und wir gehen in Ruhe. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Four hands asleep side by side. This. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Wir sind hier unten angelangt. Ich kann mich bei euch nur immer wieder bedanken fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen. Und man sieht sich. Und in dem Sinn, servus die Mal und viert euch die Burm. Stay close, never walk away. Your grace is hard to find these days. I hear the sound of your rebirth.